Hi und herzlich willkommen zu Blues Harp Lernen Nummer 4. Heute gibt es das erste coole Riff und eigentlich kann man sagen, es gibt schon den ersten kompletten Song zum Lernen. Also, bis gleich. Mein Name ist René Wermke und ich bin Blues Harp verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne und seit 2015 gebe ich Blues Harp Unterricht mit im Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Blues-Harp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. Okay, lasst uns gleich durchstarten heute. Und zwar mit dem, was wir schon gelernt haben, mit unserem Da-Da-Ta-Ta-Rhythmus. Einziger Unterschied heute ist, dass der Rhythmus ein kleines bisschen anders ist. Und zwar ist es diesmal ein Shuffle-Rhythmus. Und ich werde euch jetzt auch nicht erklären, was das in der Theorie bedeutet, sondern lasst es einfach mal ein bisschen auf euch wirken und dann zeige ich euch, was zu tun ist. Okay, ich hoffe, das ging schon ganz gut und ihr habt schon gemerkt, dass diesmal der Unterschied ist, dass wir den Wechsel zwischen Ziehen-Akkord und Pusten-Akkord, dass der diesmal kürzer ist. Das heißt, wir ziehen, pusten, dann ist eine kleine Pause und dann pusten, ziehen. Das ist eigentlich der größte Unterschied bei unserem Shuffle-Rhythmus heute. Und ich möchte noch einmal ganz kurz auf eine wichtige Sache eingehen. Weil häufig an dieser Stelle im Workshop kommen tatsächlich die Schüler zu mir und sagen, kannst du mal bitte ausprobieren, Loch 2 ist, glaube ich, kaputt bei mir, das funktioniert nicht so richtig. Loch 4 kriege ich hin, ziehen, pusten, alles gar kein Thema, Loch 2 ist irgendwie, funktioniert nicht. Und in der Regel nehme ich dann die Mundharmonika, spiele Loch 2 und das funktioniert einwandfrei. Und ja, das ist so ein bisschen ein Rätsel, wovor dann häufig Schüler stehen. Wieso kann ich Loch 2 auf einmal nicht genauso spielen wie alle anderen? Und es gibt dafür theoretische Hintergründe, sagen wir einfach mal zum Verständnis. Die Stimmzunge ist länger und es steckt mehr Energie in dieser Stimmzunge. Man kann diese Stimmzunge bänden, man kann die zwei Halbtöne bänden. Wir wollen diese Energie aber gerade noch gar nicht nutzen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man sich am Anfang wirklich auch ausreichend damit auseinandersetzt, den Mundraum zu entspannen und auch die Zungenposition. Und darauf wollte ich jetzt nochmal eingehen. Ich habe euch beim letzten Mal schon erzählt, wir wollen viel Lippe auf das Instrument machen. Also das wollen wir jetzt immer noch. So ein Ton soll erzeugt werden. Und häufig ist das eben schwierig, weil wenn wir den Mund so formen und ihr habt noch nicht die Kontrolle, sagen wir mal, die Muskeln hier vorne unabhängig zu bewegen von denen, sagen wir mal, die da hinten für die Zungenposition verantwortlich sind, dann macht eure Zunge auch gleich etwas, gleichzeitig quasi, das kommt automatisch. Und wir müssen erstmal trainieren, die unabhängig voneinander zu kontrollieren. Und deswegen hier noch eine kleine Übung. Und zwar, wenn ihr so macht, so, und ihr atmet einfach einmal ein. So wie ihr durch die Mundharmonika einen Zieh-Einzelton spielen würdet. Dann kommt es häufig vor, wenn ihr ganz leise seid, dass ihr dann so ein Schlürfen hört. So ein. Das liegt daran, dass die Zunge quasi auch so ein Stück weit unterm Gaumen ist und ihr eigentlich eher so eine Position im Mund gerade eingenommen habt,
als wenn ihr einen dickflüssigen Milchshake schlürfen würdet, ja? Und das ist das Falscheste jetzt gerade am Anfang. Jetzt wollen wir wirklich so leise, wie es geht. Das könnt ihr ruhig mal probieren. Stellt euch mal vor den Spiegel ruhig, macht die Mundposition so zu diesem Fischmund und dann die Zunge liegt so gerade, flach auf dem Boden, hätte ich fast gesagt. Und es sollte nichts zu hören sein. Ihr atmet einfach ganz natürlich ein. Kein einfach nur alles gut. Und wenn ihr dann die Mundharmonika dazu nehmt, dann müsst ihr auch nicht stärker einatmen oder wirklich saugen oder sowas, ja? Ist nicht notwendig. Atmet einfach genauso entspannt und leicht, ohne dass man es das Atmen selber hören kann. Probiert's mal aus. Okay. Gut. Wir wollen heute das erste komplette Stück eigentlich lernen. Das erste Riff, das erste Stück. Und jetzt kommt quasi Bewegung ins Spiel. Wir wollen uns ein bisschen auf der Mundharmonika bewegen. Wir wollen mehrere Einzeltöne nacheinander spielen. Und dafür sollten wir auch die Mundharmonika erstmal ordentlich in die Hand nehmen. Und dafür nehmen wir Daumen und Zeigefinger und packen die Mundharmonika genau dazwischen. Und wenn man will, kann man noch den nächsten dann so ein bisschen dahinter legen. Dann ist das so ein bisschen eine mechanische Stütze hier, so dass, wenn man jetzt hier vorne vielleicht auch mal ein bisschen gegendrückt mit den Lippen, dass da so ein bisschen Druck kommt, dann rutscht die nicht nach hinten durch die Finger raus, sondern hat da auch so ein bisschen Widerstand. Das ist eigentlich alles, was wir zunächst brauchen. Viele wollen immer auch gleich irgendwie mehr mit dieser Hand noch machen. Lass uns das erstmal für später noch aufheben. Fürs Wah-Wah mache ich nochmal ein extra Video. Trotzdem, die rechte Hand hier können wir ganz gut nehmen als zusätzliche Stütze. Das heißt, wir wollen jetzt ja uns wirklich ein bisschen, wir wollen die Mundharmonika ein bisschen bewegen. Wenn wir das alles mit einer Hand machen, dann haben wir ein bisschen wenig Kontrolle letztendlich. Wenn wir diese Hand noch mit dazu nehmen, fällt es uns leichter, die Mundharmonika wirklich kontrolliert zu bewegen. Also nicht zumachen, wir wollen den Ton tatsächlich hören, wir wollen alles hören, was hier rauskommt. Und das hier ist eher erstmal eine Stütze, die benutzen wir nur, damit wir bessere Kontrolle haben. Okay, gut. Dann noch eine Kleinigkeit, sollte an dieser Stelle erwähnt werden. Wir spielen Crossharp, wir spielen zweite Position. Was bedeutet das? Auch hier möchte ich noch nicht in wirklich die ganz tiefe Theorie eintauchen. Es bedeutet, dass wir auf unserer C-Mundharmonika einen Blues in G spielen. Und es bedeutet darüber hinaus, dieser Ton G, dieser Einzelton G, befindet sich hier in Loch 2, ziehen. Und jetzt wird auch allen klar, warum Loch 2 ziehen so wichtig ist, dass wir den sauber spielen können. Das ist unser Grundton beim Blues-Spielen. Das ist unsere Homebase, die muss sauber kommen, die muss laut kommen. Das müssen wir hinkriegen. Okay. Also. Gut. Ich habe mich für diesen Song hier entschieden, für... Lasst mich das mal aufschreiben. Drei Pusten. Vier Pusten. Danach drei ziehen und zwei ziehen. So, ich hoffe, das kann man einigermaßen lesen nachher. Wenn nicht, sage ich es auch nochmal. Drei pusten, vier pusten, drei ziehen, zwei ziehen. Das ist unser erster Riff. Und der Song, der sich da hinter verbirgt, ist I'm a Man von Bo Diddley. Ist der, glaube ich, ursprünglich. Gibt es aber auch viele abgewandelte Versionen davon, eine für Manish Boy zum Beispiel von Muddy Waters. Das Gute an diesem Riff hier ist, dass man ihn wirklich leicht anfangen kann und dann können wir ihn gleich verfeinern und ein bisschen erweitern und schauen, wie weit wir das heute schon bringen können. Also wir spielen es jetzt erstmal, ich spiele es erstmal vor und dann spielen wir es dann auch gleich gemeinsam. Wir fangen an, drei Pusten, vier Pusten,
zwei ziehen, Entschuldigung, drei ziehen, zwei ziehen. Nochmal, drei pusten, vier pusten, drei ziehen, zwei ziehen. Okay, also. Nochmal. Und ihr habt es jetzt bei mir auch gerade gehört, es ist gar nicht so schlimm, wenn da auch mal eine andere Stimmzunge jetzt gerade noch mit anklingt oder sowas. Das ja, fällt gar nicht ins Gewicht. Das Riff erkennt man trotzdem, auch wenn man sogar, wenn der Mund noch zu breit ist gerade und wir eigentlich eher noch zwei, vielleicht sogar drei Töne spielen. Solange wie wir trotzdem auf der Mundharmonika in die richtige Richtung gehen, das heißt von Loch 3 pusten, Richtung Loch 4 pusten und dann wieder zurück auf Loch 3 ziehen und dann Loch 2 ziehen. Selbst wenn der Mund noch zu breit ist, hört sich das Riff trotzdem okay an und wir können es trotzdem spielen. Das würde dann, wenn der Mund noch zu breit ist, hört es sich vielleicht so an. Also trotzdem hört man den Charakter eigentlich schon raus, man hört auch schon das Riff raus. Und es ist völlig in Ordnung, wenn er so anfängt, nur immer im Hinterkopf behalten, das ist noch nicht das Ziel. Eigentlich wollen wir die Einzeltöne hören, ja, also. Ja, drei pusten, vier pusten, drei ziehen, zwei ziehen. An dieser Stelle möchte ich schnell noch sagen, Loch 3 pusten ist auch unser Grundton, ist auch ein G. Aber aus diesem Grund, dass beim Ziehen eigentlich viel mehr Möglichkeiten da sind, wie gesagt, später fangen wir noch mit Bänden an, diese Stimmzunge hat ein richtig ein krasses Potenzial, könnte man sagen. Damit kann man ganz viel machen. Deswegen ist zwei Ziehen immer unser bevorzugter Grundton. Drei Pusten geht auch und den haben wir jetzt hier ausgewählt, weil wir dann keinen Sprung haben. Das heißt, von zwei Ziehen auf vier Pusten wäre, da müssten wir Loch 3 überspringen. Und das ist schon ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, als wenn wir einfach nur drei Pusten und dann ein Loch weiterschieben und wieder zurück. Wir haben keine Sprünge da drin, ist der Vorteil. Okay, gut, das Ganze wollen wir jetzt auch mal ein bisschen üben. Und zwar mit unserem neuen Shuffle-Rhythmus. Bevor man den Song anfängt, zählt man drei vorweg. Ich halte nochmal kurz an. Wenn ich drauf drücke, kommt schon die 1. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Jetzt vielleicht vorher sagen sollen, aber mein Fingerzeig hier sollte der Moment sein, an dem ihr alleine weiterspielt, ohne dass ich es euch vorspiele. Nur damit ihr auch mal das Gefühl habt, dass ihr es alleine gekonnt habt. Gut, jetzt kommt quasi das i-Tüpfelchen zu diesem Riff. Und jetzt wird es richtig cool. Und zwar vermischen wir das Ganze jetzt mit unserem Da-Da-Tata-Rhythmus. Und zwar habt ihr die lange Pause noch immer gehört, auch wo ich 2, 3 gezählt habe. Und in diesem Teil des Liedes machen wir nochmal und dann spielen wir wieder das Riff.
Auf geht's. Wir zählen drei vorweg nochmal. Eins, zwei, drei. Das hört sich doch schon richtig nach Blues an. Wunderbar. Und ja, kommt die erste Verfeinerung gleich mit ins Spiel. Und zwar, ich habe schon gesagt, das ist der Riff von I'm a Man. Und jetzt kommt der Riff von Manish Boy. Und das ist gar nicht großartig unterschiedlich. Wir fangen wieder mit 3 an, machen wieder 4, danach 3 Pusten, 4 Pusten. Und danach kommt der einzige Unterschied, nur ein Tonunterschied. Danach kommt noch einmal eine 3 Pusten dazwischen. Und dann 3 ziehen und 2 ziehen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ich sag's nochmal, damit ihr es ja auch mitschreiben könnt. 3 Pusten. 4 Pusten, 3 Pusten, 3 ziehen, 2 ziehen. Der Unterschied ist jetzt hier, dass wir Loch 4 hier an dieser Stelle nicht mehr so lang spielen wie eben gerade, sondern ein wenig kürzer und in der Zeit dann Loch 3 spielen, anstelle von Loch 4 langgezogen. Okay, ich mach's gleich mal mit Rhythmus vor. Ich denke, es wird ziemlich schnell auch klar werden, was ich meine. Das ist doch schon richtig, richtig Musik. Ja. Und dann könnt ihr natürlich auch mal ein bisschen mischen. Ihr spielt am Anfang dieses Riff und dann das Riff. Dann hat der Zuhörer auch gleich ein bisschen mehr. Und ja, genau. Wenn ihr mit diesem Riff klarkommt und das kein Problem mehr für euch ist, dann würde ich gleich die nächste Schwierigkeit auch mit einbauen. Und ich würde anstelle dieses 3 ziehen hier vorne, 3 Pusten hier vorne. Das ist eigentlich was wir im Blues, wie gesagt, nicht unbedingt wollen. Wir wollen lieber 2 ziehen. Und deswegen wäre das dann die ultimative Übung an dieser Stelle, dass wir sagen, wir machen 2 ziehen. So, und springen dann aber vom 2 ziehen rüber auf 4 Pusten. Das braucht schon ein bisschen mehr Kontrolle auf jeden Fall. 2 ziehen, 4 Pusten und den Rest könnt ihr quasi hier wieder auch genau von den oberen übernehmen. Also im ersten Riff wäre das dann 3 ziehen und 2 ziehen hinterher. Oder aber, wenn ich es nochmal für den anderen auch aufschreibe jetzt,
haben wir hier 2 ziehen. Wir springen wieder von 2 ziehen auf 4 pusten. Kann man das da unten noch sehen? Ja, ich glaube schon. Und haben dann aber hier daneben gleich 3 pusten. Dann 3 ziehen. Und dann 2 ziehen. Ja? Schreibt euch das ruhig auch mal selbst auf, dann prägen sich die Riffs auch gleich ein bisschen besser ein. Und ja, lasst uns noch mal ein bisschen üben. Und macht es einfach so, wie ihr es könnt. Wenn ihr am Anfang lieber die 3 Pusten nehmt, kein Problem. Wenn ihr damit kein Problem mehr habt, beide Riffs sind easy für euch, dann geht doch ruhig mal über und macht schon 2 Ziehen als Einzelton und springt dann rüber auf Loch 4 Pusten und dann wieder zurück 3, 2 Ziehen. Okay, jetzt nochmal zusammen. Wir zählen wieder 3 vor. 1, 2, 3. Damit habt ihr schon mal wieder richtig viel, womit ihr euch beschäftigen könnt. Wie gesagt, habt keine Angst vorm Fehler machen. Jedes Mal, wenn ihr Fehler macht, werdet ihr besser. Und darüber sollte man sich eigentlich freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, euch demnächst bald wiederzusehen. Und bis dahin, ciao und tschüss.